Jo, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen und spannenden Folge von Half-Life Decay. Einer storybasierenden Geschichte. Okay, so, jetzt können wir schon mal unsere Partnerin wiederholen. Das war ja zum Glück hier doch ganz gut randspielbar wieder. Von daher ging das hier noch. Also ich musste das nochmal bis hierher spielen, nicht wundern, weil ich brauche vielleicht andere Lebenswerte und so. Das kann durchaus möglich sein. So, gib mal schön Ruhe, mein Freund. Oh, ich habe kaum mal Schrotmoney. Ich werde jetzt hier, ob sich die Schrot verwendet. Gucken, ob man hier irgendwas aufmachen kann. Ja, tatsächlich. Passt ja perfekt. Schrot wieder. Ah, gut, okay, ich habe die Headcrab nämlich erwischt, das... Aber, ist Leben. Gib mir eine Spritze, perfekt. Na, was ist denn jetzt? Okay, alles klar. Ach so, hier geht's hoch. Ich glaube, ich hole mal Partner wieder mit hinterher. Okay. Hier sind irgendwo noch Headcrabs. Hey, drin. Ich sehe sie leider nicht. Und die Shotgun. Da. Okay, perfekt. Okay, gut. Geht's hier lang? Sieht so aus, oder? Ah ja. Geheimtrick. So, hallo, ich hänge. Ich dachte es mir schon. Auf halbem Weg durch Level 3. Enormer Widerstand durch Zivilpersonen. Ziel ist noch nicht erreicht. Okay, das ist ein Soldat gewesen. Wir gehen mal lieber vorsichtig hin. Und wir kriegen unsere Snarks. Geil. Wie soll man am Finger jagen? Die sehen. Sehen übelst geil hier aus, muss ich so sagen. Na, nehmen wir mal lieber die Pistole. Oh, das war jetzt wahrscheinlich total blöd, jetzt wieder zu wechseln, weil. Egal. Hallo, geh runter, danke. Weil ich jetzt gleich wieder den Waffenwechsel machen darf. Nein, verdammt. Sie haben mich entdeckt. Wie das? Na, da geht's nicht lang. Da ist irgendwie kein Sound, weil ever. Warum? Mann, geh doch mal runter! Mann, was denken die sich manchmal mit diesem scheiß Leitersystem? Scheiße. Na, anders geht's doch nicht, oder? Okay, keine Ahnung, ob ich vielleicht meinen Partner hierfür brauche oder was. Hä? Nee. Da komme ich jetzt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, Freunde. Oh, geil. Größere Fleischwunde diagnostiziert. Da unten ist nämlich auch ein Weg. Hä? Verstehe ich gar nicht. Bin gerade ein wenig verwirrt. Hätte ich darüber springen können? Nee. Aber wie soll ich denn das jetzt machen? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, Freunde. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich versuch mal was. Ich voll den Bock. Nee.
Okay, so geht es. Medizinische Versorgung nötig. Super! Blutverlust festgestellt. Achtung, Wissenschaftlerteam. Melden Sie sich sofort bei nächsten Sicherheitscheckpoint. Ups. Exitus steht unmittelbar bevor. Toll. Alter. Keine Ahnung. Scheiße, wie viel hast du noch? Du hast noch ein bisschen mehr. Also machen wir das nochmal. Die kam jetzt nicht hier rein. Ach gut, zum Glück. Ich glaube, ich kann es eh wieder. Die sprengen sich selber voll fast. Oh Mann. Ich glaube, ich kann es eh schon wieder nochmal machen. Mann. Oh, Glück gehabt. 5 Life nur noch. Was? Habt ihr das gesehen? Okay. Wir haben jetzt das Sturmgewehr. Glaube ich, oder was? Shotgun. Scheiße. Wow! Oh Gott, sorry, Freunde, wie soll ich das nicht holen? Okay, ich hab noch gekriegt. Oh, Lehm. Ey, ich brauch die unbedingt jetzt. Wie viel ist noch drin? Ich muss ein bisschen teilen. Okay. Ah, jetzt kriegen wir Sturmgewehr. Okay, wie soll meine Partnerin da hochkommen? Mann, hier irgendwie. Oh nein. Das ist doch nicht in ihr Ernst. So simpel? Ich hätte mir gar nicht so eine Mühe machen müssen. Oh, verdammt. Das ist ja mal scheiße. Ich habe mir das ja vielleicht schon gedacht, aber ich habe mir jetzt gedacht, dass es wirklich so simpel ist. Na toll. Naja, gut, okay. Oh! Da habe ich mir nicht viel übrig gelassen. Achtung, Wissenschaftlerteam. Melden Sie sich sofort beim nächsten Sicherheitscheckpoint. Natürlich. Wisst ihr doch Bescheid, wa? Wir gehen jetzt aber erstmal mit ihr weiter. Ich hab deutlich mehr Leid. Oh, lecker. Oh, der Blick. Fies. Okay. Ich will jetzt aber nicht für so eine Scheiße hier auch noch eine Nate verbrauchen. Krieg ich die irgendwie down, ohne dass ich Damage kriege? Naja, es ging noch. Das war fast nichts. Hier waren, glaube ich, viele Soldaten, soweit ich mich erinnern kann. Ah, die kam ein bisschen spät, die Nate, glaube ich. Oh oh. Okay, den habe ich noch down gekriegt. Da ist aber noch einer. Angst, wenn der um die Ecke kommt. Oh Gott. Oh, er hat ihn noch erwischt. Oh, der hat eine Schrot. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Nicht schlecht. Oh, verdammt. Bisschen Angst habe ich ja. Keine. Okay. An alle Militäreinheiten. Eindringling in Level 3 entdeckt. Wo ist er? Wo ist er? Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommen noch ganz viele. Scheiße. Okay, den habe ich noch einen. Okay, das ist sehr gut, wenn die sich so leicht natzen lassen. Ist immer noch einer. Oh, was? Okay, das läuft gar nicht mal so schlecht.
Okay. Bin gerade sehr überrascht davon. Okay, geil, nicht schlecht. Ey, ich brauch ein bisschen, sorry. Muss teilen, ich weiß, aber... Scheiße, das war jetzt echt schon ganz schön heftig. Ein bisschen noch. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückgehen, weil ich Angst habe. Jetzt hole ich sie doch dazu. Und weil dann könnte ich vielleicht auch noch mit ihr jetzt weiterkämpfen, weil sie mehr Magnum Muni wieder und Nades noch hat. Ah, gut, okay. Ungefähr gleich. Okay. Ja, toll, die geben natürlich jetzt nichts mehr. Okay. Ein Raum ist offen. Oh, hier haben wir wenigstens wieder, Energie jetzt auf Schilde. 15% Energie jetzt auf 30%. Und weitere Lebenspäckchen. Geil, jetzt sind wir ungefähr gleich. So, okay, wir schreiten weiter ein bisschen voran. Okay, und noch Geschütze. Oh, die Nate-Kiste scheiße. Nee, die war gar nicht mal so schlecht. Okay. Oh, was haben die denn gemacht? Mies. Wenigstens hier abgesperrt. Okay. Vorsichtig. Okay, hier scheint es ganz sicher, recht sicher zu sein. Holen wir mal die Partner hinterher. Ein bisschen Muni noch gesammelt. Ist hier noch Munition gewesen, die sie nicht eingesammelt hat? Nö. Okay. Alles klar, dann können wir wenigstens weiter. Mit ihr auch schon. Hat sie eigentlich Sturmgewehr gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie hat das dafür nicht, oder? Nee. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. Dafür habe ich hier noch die Magnum. Verdammt, wo gehe ich jetzt lang? Ich gehe erstmal hier hoch, schätze ich mal. Okay. Doppelgeschütz. Was? Shit. Die war vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, sicher. Oh, okay. Bibliothek. Voll Silence. Wow. Zum Glück. Willst du hin, mein Freund? Das ist ein Vollpfosten. Ah, Mann! Boah. Okay. Ein, schnell. Okay, das muss jetzt mal reichen. Oh Gott. Nein, bleib da! Ja, ich hab die Freigabe kurz für die Wachstation. Aber ich werde erst gehen, wenn die Soldaten da unten beseitigt sind. Kein Problem, mach. Die sehen in diesem HIV-Anzug ziemlich knackig aus. Ich versteck mich erstmal bei dir. Sie sieht knackig aus in den HIV-Anzug. Okay. Ah, da ist er. Wir sind aber hier noch lange nicht fertig. Oh, verdammt. Oh, jetzt hab ich mir erschrocken, die scheiß Uhr. Wartet, ich will das hier noch fertig. Oh Gott, Mann, ey. Ich schrei mal, wie ein Mädchen war. Oh, hab ich seinen Partner erwischt, hab nicht ihn. Oh, verdammt. Okay. Alles klar, ich kann hier aber nichts weiter machen. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ein Magnum-Schuss noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit der Action. Ciao.